Ja, guten Morgen, danke für die Einleitung und danke für die Einladung. Ich promoviere an der Uni Tübingen und kooperativ noch an der Fachhochschule Dortmund und beschäftige mich in meiner Forschung eben, wie Bilder als Beweise für Verschwörungstheorien genutzt werden. Ich gehe einmal kurz auf den Inhalt ein. Ich werde im ersten Teil einen kurzen Exkurs zur Fotogeschichte machen und dann auf die Verbindung von Fotografie und Verschwörungstheorien eingehen. Und im zweiten Teil zeige ich dann die Bildbeispiele und gehe vorher kurz auf das Fallbeispiel, nämlich den Telegram Messenger, ein. Ich beginne mit der Fotografie. Dieses Cover hier zeigt das Buch, was Henry Fox Talbot 1844, nämlich nur 5 Jahre nach der ersten öffentlichen Vorstellung der Fotografie, zeigt, nämlich The Pencil of Nature. Es ist das erste Buch, in dem Fotografien reproduziert wurden. Der Buchtitel macht deutlich, dass Fotografie anfangs als eine reine Kopie der Natur betrachtet wurde und als ein Medium für diejenigen, die das Malen eben nicht beherrschten. Hier ein Bild von Fox Talbot. Er ist einer der Erfinder der Fotografie und bemerkte in seinen eigenen Bildern die Detailgenauigkeit. Und hier stellte er eben fest, dass er Einzelheiten entdecken kann, die ihm während der Aufnahme gar nicht aufgefallen waren. Diese Detailtreue stößt aber auch auf Kritik. Es fehle nämlich die Konzentration auf das Wesentliche im Gegensatz zur Malerei. Der Diskurs um die Fotografie spaltet sich in dieser Zeit. Es gibt nämlich die einen, die den Detailreichtum loben und die anderen, die die fehlende Selektion kritisieren. Wir springen nun etwa 150 Jahre, 100 Jahre, Entschuldigung. Nämlich 1950 veranstaltet der Fotograf Edward Steichen im Museum of Modern Art in New York das Symposium What is Modern Photography? Und lädt hierzu aktuelle Größen der Fotografie ein. Zu dieser Zeit findet in der Fotografie ein Paradigmenwechsel statt, weg von dem rein objektiven und hin zum subjektiven Blick, der durch die eigene Kamera festgehalten wird. Unter den Gästen ist auch der Fotograf Edward Weston, der über seine fotografische Praxis sagt: I don't copy nature, but arouse connotations conveying abstract ideas. Hier zwei seiner Bilder. Seine Fotografie sieht Edward Weston also nicht als eine Kopie der Natur, anders als Fox Talbot. Weston macht mit seiner Aussage deutlich, dass er die Fotografie zum Transportieren seiner subjektiven Wahrnehmung benutzt. Die Fotografinnen in der Zeit treten in einen Dialog mit dem, was ist, und bilden es durch ihre Kamera ab. Es ist die Zeit der Street Photography, was durch immer kleiner werdende Kameras möglich gemacht wird. Die Fotografinnen verlassen ihre Studios und werden schneller und mobiler. Die Fotos aus dieser Zeit zeigen oft alltägliche Beobachtungen, wie das Bild zuvor von Eugène Ager und hier links von Cartier-Bresson. Henri Cartier-Bresson prägt zu dieser Zeit den Begriff des entscheidenden Augenblicks. Das wird, denke ich, in diesem Bild ganz gut deutlich, was er damit meinte. Aber auch Themen wie Armut und soziale Ungerechtigkeit, wie hier von Helen Levitt, werden gezeigt. Bildet die Fotografie aber die Realität ab? Ist die Fotografie eben ein Medium, um die Realität abzubilden? Das behauptet der Wahrheitsanspruch der Fotografie. Durch das Auslösen der Kamera öffnet sich die Blende, das reflektierte Licht fällt auf einen lichtempfindlichen Film oder Sensor und ein maschinelles Bild entsteht. Ein maschinelles Bild bedeutet, das Bild bleibt dasselbe, egal wer am Ende auf den Auslöser drückt. Das Bild wirkt also wie eine Kopie der fotografierten Szene, die Kopie der Natur von zuvor wieder. Was bisher aber nicht beachtet wurde, ist, dass vor und nach diesem Vorgang noch etwas passiert. Noch vor dem Auslösen wird das Bild eingerichtet. Ein Ausschnitt wird gewählt und die Szene gegebenenfalls durch anwesende Personen bzw. die Anwesenheit derjenigen Person, die das Bild aufnimmt, beeinflusst. Eine Fotografin betätigt den Auslöser und hält nur einen ganz kurzen Augenblick fest. Der Philosoph Andrew Benjamin merkt in seinem Artikel What in Truth is Photography an, dass die Fotografie der Next Moment fehle. Dieser nächste Moment, in dem sich die fotografierte Szene potenziell verändert, ist im fotografischen Einzelbild nicht vorhanden.
Das Zeitliche danach, aber auch das davor, bleibt unsichtbar und also auch spekulativ. Ein Foto ist immer nur ein zeitlicher und räumlicher Ausschnitt und wird außerdem durch die Auswahl von Blende, Belichtungszeit, Brennweite und so weiter beeinflusst. Und das noch bevor das Foto überhaupt aufgenommen wurde. Nach der Aufnahme kann ein Foto bearbeitet und manipuliert werden. Dabei kann zwischen Materialfälschungen und Kontextfälschungen unterschieden werden. Materialfälschungen sind das bewusste Eingreifen in das Bild mittels Bildbearbeitungssoftware oder auch analoger Bildretusche. Das Spektrum reicht von der Veränderung von Farben oder Helligkeit über das Verändern des Bildausschnitts bis hin zum Entfernen oder Hinzufügen von Bildelementen. Die Materialfälschung gipfelt in neueren Entwicklungen wie Deepfakes, auf die ich aber nicht eingehen werde. Da können wir später drüber diskutieren, gerne. Hier ein Beispiel für eine Materialfälschung. In der Mitte sehen Sie das Originalbild in Farbe und es zeigt zwei US-Soldaten links und rechts und in der Mitte einen irakischen Soldaten, dem von der einen Seite Wasser gereicht wird und von der anderen Seite eine Waffe an den Kopf gehalten wird. Die Bildausschnitte links und rechts des Originals drehen die Bildaussage komplett um. Also es ist am Ende alles dasselbe Bild, aber je nachdem, welchen Ausschnitt man zeigt, sagt man etwas komplett anderes damit. Das zweite Beispiel war die Kontextfälschung. Wie der Name andeutet, wird hier das Bild irreführend oder bewusst falsch kontextualisiert. Dies geschieht durch das Hinzufügen weiterer Bilder oder vor allem Bildunterschriften. Das werden Sie nachher in den Beispielen sehen. Durch diese Elemente erfährt das Bild eine, Zitat, fehlerhafte räumliche, zeitliche oder semantische Einordnung. Hier ein Beispiel einer Kontextfälschung. US-Präsident Reagan ist 1971 auf dem Staatsbesuch in Taipei. In dem Moment der Aufnahme hält er in beiden Händen je ein Essstäbchen, als wüsste er überhaupt nicht, wie er damit umgehen soll. Tatsächlich war es aber wohl so, dass er die Stäbchen gerade auseinandergebrochen hat, um dann mit dem Essen zu beginnen. Es gibt nämlich auch einige eigenere Bilder, wo man sieht, dass er sehr wohl damit essen kann. Aber die Bildunterschrift, die noch zugefügt wurde, soll Reagan als unfähig zeigen. Zum Schluss gibt es noch die RezipientInnen, also diejenigen, die das Foto anschauen. Und hier komme ich zur Frage, ob ein Bild erzählt. Wer sich ein Bild ohne weitere Informationen anschaut, muss selbst deuten, was darauf zu sehen ist. Das kann mehr oder weniger offensichtlich sein. Dabei spielt auch kulturelles und erlerntes Wissen eine Rolle. Und es hängt also von der Person ab, wie sie ein Bild liest und deutet und interpretiert. Der Wahrheitsanspruch, damit komme ich wieder zurück zu diesem Begriff, begründet sich daraus, dass Bildobjekte im Bild tatsächlich einmal so existiert haben. Mache ich also ein Foto von diesem Tisch, würde das Bild, das Foto der Beweis sein, dass dieser Tisch tatsächlich hier stand. Außerdem wird das Foto durch diverse weitere Faktoren beeinflusst. Weiter können Fotos manipuliert werden und müssen von denjenigen, die sie sich anschauen, interpretiert werden. Man kann also festhalten, dass die Fotografie sich auf die Realität bezieht, sie aber nie im Ganzen abbilden kann. Dass die Fotografie eben nicht alles abbilden kann, ist relevant für die Beweiskraft der Fotografie. Soll ein Foto als Beweis gültig sein, muss es für glaubwürdig gehalten werden. Dass Fotos zum Beispiel als Beweise vor Gericht genutzt werden, zeigt, dass das grundsätzlich möglich ist. Dazu muss ein Foto bestimmten Regeln folgen. Es muss aus einer vertrauenswürdigen Quelle stammen und in ein erklärendes Statement eingebettet worden sein. So wird versucht, die Möglichkeit einer Täuschung, die immer mit dem Wahrheitsanspruch einhergeht, möglichst weit auszuschließen. Jetzt komme ich zu den Verschwörungstheorien und zur Verbindung der Fotografie damit. Fotos haben die Kraft, die räumliche und zeitliche Distanz zu einem Ereignis zu überbrücken. Fast als wäre man selbst Augenzeugin. Andrew Mackenzie McCark nutzt in diesem Zusammenhang den Begriff des Virtual Eyewitnessing. Das Bild ist Stellvertreter für das Ereignis, auf das sich die Verschwörungstheorie bezieht. War ich selbst beim Ereignis nicht anwesend, kann ich virtuelle Augenzeugin durch das Bild werden.
Das Vorgehen von VerschwörungstheoretikerInnen beschreibt Mackenzie McHarg wie folgt. Conspiracy theorists tend therefore to adopt a semiotic attitude towards images. In a manner akin to that of detectives and forensic experts, they read images as evidence by scoring them for signs pointing to a truth lurking behind what is plain to see on the surface. VerschwörungstheoretikerInnen arbeiten demzufolge ähnlich wie JournalistInnen und ForensikerInnen. Sie suchen in den für alle sichtbaren Fotos die für die meisten unsichtbare Wahrheit, beziehungsweise das, was sie als Wahrheit verstehen. Man denke zum Beispiel an die Tagline der X-Files, The truth is out there. Verschwörungstheorien besitzen folgende Merkmale. Es gibt mächtige AkteurInnen, die einen Plan verfolgen. Um diesen Plan zu realisieren, greifen sie in das Weltgeschehen ein. VerschwörungstheoretikerInnen gehen laut Michael Butter davon aus, Zitat, dass nicht so ist, wie es scheint. Ein Charakteristikum, das in Bezug auf die Fotografie besonders spannend ist. Zudem ist alles miteinander verbunden. Zufälle gibt es nicht. VerschwörungstheoretikerInnen können sich von der unwissenden Masse abheben. Sie haben die Wahrheit erkannt. Karen Douglas und andere definieren Verschwörungstheorien als attempts to explain the ultimate causes of significant social and political events and circumstances with claims of secret plots by two or more powerful actors. Auch hier gibt es wieder die mächtigen AkteurInnen, die durch geheime Verschwörungen in politische Ereignisse eingreifen. Ich komme nun zu meinem Fallbeispiel. Die Bilder, die ich im Folgenden bespreche, stammen, wie anfangs gesagt, vom Messenger Telegram. Der Messenger-Dienst wurde von den Brüdern Nikolai und Pavel Durov gegründet. Vor allem Pavel Durov steht dabei in der Öffentlichkeit. Vor Telegram hat er bereits eine andere Plattform gegründet, V-Kontakte oder VK. Der Name bedeutet im Russischen so viel wie in Kontakt bleiben. Durov ist inspiriert vom neu gegründeten Facebook und schafft 2006 mit V-Kontakte seine eigene Version des Social Media. Damit ist er in Russland ziemlich schnell erfolgreich. 2011, einige Jahre später, kündigt Putin an, im Folgejahr ein folgendes Mal zu kandidieren. Proteste gegen Putin werden auch über V-Kontakte organisiert. Pavel Durov wird daraufhin vom russischen Geheimdienst unter Druck gesetzt, dagegen vorzugehen. Er macht genau das Gegenteil und stärkt die Accounts so, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen, die diese Proteste organisieren. Nun steht der Geheimdienst vor Durovs Tür und ihm wird klar, dass er einen Kanal für die sichere Kommunikation mit seinem Bruder braucht. So geht die offizielle Gründungsgeschichte von Telegram. Pavel Durov gibt in einem Interview in der New York Times von 2014 an, er sei not a big fan of the idea of countries. Damit meint er, dass er nationale Gesetze in Online-Räumen, dass er die ablehnt, also die sollten dort nicht gelten, seiner Meinung nach. Das überträgt sich auf den Telegram-Messenger. Die Inhalte hier werden kaum moderiert und wenn doch nur auf Druck von Dritten gelöscht. Das hat dazu geführt, dass Telegram mittlerweile für verschwörungstheoretische und extremistische Inhalte bekannt ist. Inhalte, die von anderen sozialen Medien gelöscht werden, bleiben hier eher bestehen. Daher bietet sich Telegram absolut gut für meine Forschung an. Eine weitere Besonderheit ist, dass es bei Telegram Gruppen und Kanäle gibt. Die Gruppen kennt man von anderen Messengern, aber Kanäle gibt es tatsächlich bisher nur auf Telegram. Die haben keine Mitgliedergrenze und hier können nur die Admins posten. Zu den Kanälen schreibt Telegram in den FAQs, Zitat, Kanäle sind klasse, um öffentliche Nachrichten an unbegrenzt viele Leute zu senden, zum Beispiel wichtige Informationen oder einfach nur lustige Sachen. Die Kanäle sind halböffentliche Räume, in denen Gleichgesinnte sich austauschen und informieren können. Ich behandle in meiner Dissertation drei Verschwörungstheorien, die Mondlandung, Chemtrails und 9/11. Um meine Forschungsdaten zu sammeln, habe ich nach Gruppen und Kanälen mit dezidiert verschwörungstheoretischen Inhalten gesucht. Dafür habe ich nach bestimmten Begriffen gesucht, die regelmäßig in verschwörungstheoretischen Diskursen vorkommen. Zusätzlich habe ich nach den einzelnen Verschwörungstheorien natürlich gesucht, zu denen ich forsche. Die Gruppen und Kanäle teilen vielfach die Inhalte der anderen,
So war ich schnell Mitglied in mehreren hundert Gruppen und habe dann für jede Verschwörungstheorie die mitgliederstärksten Gruppen und Kanäle ausgewählt. Hier sehen Sie die Auswahl. Und damit komme ich zu den Bildern. Die erste Verschwörungstheorie ist die Mondlandung der Apollo 11-Mission 1969. Diese habe nie stattgefunden, sondern wurde von Stanley Kubrick im Studio inszeniert. Die Bilder, die hier als Beweise zur Verfügung stehen, sind fast ausschließlich das offizielle NASA-Bildmaterial. Der NASA wird misstraut, da sie angeblich die gefakte Landung verheimlicht, neben anderen Dingen. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, das ist klar, würde ich sagen. Dass das nicht stimmt, macht dieses Beispiel deutlich. Zur Erklärung, wir sehen hier drei Männer in Freimaureruniformen vor einer Raumkapsel. In der Mitte steht Werner von Braun, der erst NSDAP-Mitglied war und später für die NASA arbeitete. Und in der Gruppe NASA Hoax Chat wird von Braun immer wieder als Beweis für die Unglaubwürdigkeit der NASA und für die flache Erde hergenommen. Wer diesen Kontext allerdings nicht kennt, kann mit diesem Bild herzlich wenig anfangen. Es braucht also, wie schon gesagt, eine Kontextualisierung und eigenes Wissen, um Bilder richtig zu lesen. Das nächste Beispiel zeigt ein ganz beliebtes bildnerisches Argument dafür, dass die Mondlandung im Studio stattgefunden habe. Die Schatten im Bild kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Das heißt, es müssen mehrere Lichtquellen vorhanden sein. Das wird durch die gelben Pfeile von unten und von rechts deutlich gemacht. Und rund um das Bild sind die verschiedenen Porträts von Buzz Aldrin gereiht mit unterschiedlichen Gesichtsausdrücken. Von irritiert über belustigt bis genervt. Aldrin selbst scheint hier auf das ursprüngliche Foto zu reagieren und ihm nicht zu glauben. Die verschiedenen Gesichtsausdrücke erinnern an Reaction-Memes. Hier zeigt sich auch die Verbindung zur Meme- und Online-Kultur, die in vielen Bildern existiert. Bei dem Bild handelt es sich um eine Kontextfälschung. Das ursprüngliche Bild in Schwarz-Weiß wird durch die zugefügten Bildelemente in einen neuen Kontext gesetzt und die Bildaussage so gesteuert. Diese zwei Beispiele hier zeigen Materialfälschungen. Die beiden ursprünglichen Fotos werden je einem weiteren Bild gegenübergestellt. Die zweiten Bilder, die gegenübergestellten, zeigen Pixelfehler, die auf eine Bearbeitung hindeuten. Im rechten Bild steht die Deutung direkt mit dabei: Computer shows that Earth is pasted into photo. Die Erde muss später hinzugefügt worden sein. Wenn die Erde im Originalfoto nicht zu sehen ist, heißt das, ergo, die Mondlandung muss inszeniert worden sein. Bei diesem Bild handelt es sich wieder um eine Kontextfälschung. Zu sehen ist die Raumkapsel der Mondlandung 1969. Der darüber gelegte Text weist darauf hin, dass die Kapsel aus Folie, Klebeband und Gardinenstangen besteht. Wenn diese Materialien genutzt werden, kann es sich nicht um eine echte Raumkapsel handeln. Die Schlussfolgerung ist, dass die Mondlandung nicht stattgefunden hat. Der Text gibt wieder eine ganz klare Lesweise des Bildes vor. Auch hier, wie im Beispiel zuvor, übernimmt das Bild eine Meme-Ästhetik. Das zweite Fallbeispiel sind Chemtrails. Der Begriff Chemtrails, zusammengesetzt aus Chemistry und Contrails, also Flugzeugkondensstreifen, bezeichnet mit Chemikalien durchsetzte Kondensstreifen. Die Chemikalien werden laut dieser Verschwörungstheorie für die Kontrolle von Wetter und Bevölkerung genutzt. Dahinter steht in der Regel die Regierung sowie geheime Eliten. Es gibt also ganz klare Bezüge zur Verschwörungstheorie der New World Order. Um die Existenz von Chemtrails zu belegen, werden hauptsächlich Fotos und Videos von AmateurInnen benutzt, anders als im Beispiel zuvor. Diese machen die Anhängerinnen der Verschwörungstheorie oft selber. Anders als in den vorherigen Beispielen werden in den Chemtrail-Gruppen und Kanälen mehrheitlich reine Fotos gepostet, also ohne hinzugefügte Texte oder Bild-Bild-Kombinationen. Es sind klassische Beweisfotos, die das Gesehene dokumentieren. Es gibt oftmals Bildreihen, die minimale Veränderungen festhalten. Das ist interessant, da hier dieser Next Moment, den ich zuvor besprochen habe, der Fotografie sonst normalerweise fehlt, suggeriert wird. Durch die Bildreihen wird eine zeitliche Abfolge angedeutet.
Zudem haben die Fotos ein stark amateurhaftes Aussehen. Sie sind oft schief oder, wie hier im einen Beispiel, ragt ein Dach mit rein. Und beides ist aber tatsächlich auch gewollt, da es den Beweischarakter der Bilder stärkt. Das letzte Beispiel sind die Anschläge vom 11. September 2001. Die Türme des World Trade Center sind nicht, so die Verschwörungstheorie, durch die hineingeflogenen Flugzeuge und die daraus resultierenden Brände eingestürzt, sondern gesprengt worden. Wer dafür verantwortlich gemacht wird, variiert. Hier gibt es sowohl offizielles Bildmaterial aus der Presse sowie Bildmaterial von Passantinnen, die die Anschläge beobachtet haben. Diese beiden Bilder benennen einen angeblichen Schuldigen für die Anschläge vom 11. September, Larry Silverstein. Silverstein ist Investor und war zur Zeit der Anschläge Pächter des World Trade Center. Er hatte eine Versicherung abgeschlossen, die auch Terrorismus abdeckt. Der Text benennt die Versicherungssumme, die Silversteins zugesprochen wurde, auf 4.550.000.000 Dollar. Die Texte in den beiden Beispielen sind gleich, aber die Überschrift macht einen Unterschied in der Aussage. Das Did you know im rechten Bild ist zurückgenommener. Es wirkt informierend eher und deutet indirekt auf eine Unstimmigkeit hin. Im linken Bild hingegen wird Silverstein direkt beschuldigt. Die Bezeichnung Super Jew Larry passt sich in die antisemitische Verschwörungstheorie der jüdischen Weltverschwörung ein, die sagt, dass Juden oder auch eine Finanzelite wird genutzt als Begriff, die Welt kontrollieren. Die Fotos von Larry Silverstein und die Luftaufnahme des World Trade Center sind in diesem Fall eine reine Begleitung für den Text. Silverstein wirkt durch die Platzierung der Porträts, als würde er sich die Anschläge von oben herab anschauen. Das nächste Beispiel beginnt auch wieder mit dem Did you know? Dieser Einstieg wird öfter genutzt. Im Folgetext werden dann Tatsachen genannt, die nicht zwingend etwas miteinander zu tun haben, aber dadurch, dass sie hier zusammen stehen, in einen gemeinsamen Kontext gebracht werden. Hier im Beispiel, dass die Sim Shipping Company eine Woche vor 9/11 ihren Mietvertrag im World Trade Center nach 30 Jahren gekündigt habe. Die Firma gehört zur Hälfte der jüdischen Bankierfamilie Rothschild. Auch Rothschild ist ein Code für die jüdische Weltverschwörung, der genutzt wird, ohne diese eben direkt anzusprechen. In beiden Beispielen werden Juden als Schuldige genannt, jeweils aus finanziellem Interesse. Ein weiterer gängiger Einstieg ist Never Forget. Im linken Beispiel folgt der ironische Satz Jet Fuel doesn't melt passport paper in Referenz zu Jet Fuel doesn't melt steel beams. Auf dem Foto sind die Pässe der Attentäter zu sehen, die im Feuer nicht zerstört worden sind. Das wird in Zweifel gezogen und das Beispiel macht sich darüber lustig. Links wird sich darauf bezogen, dass die Zwillingstürme laut der offiziellen Version durch die Brände eingestürzt sind. Laut Text ist aber die Temperatur, ab der Stahl schmilzt, höher als die Temperatur von brennendem Kerosin. Zudem wurde das World Trade Center so gebaut, dass es den Aufprall einer Boeing 707 widersteht, die 10% mehr Schaden macht als die Boeing 767, die für die Anschläge genutzt wurde. Auch hier werden wieder diverse Fakten zusammengetragen, um die offizielle Version anzuzweifeln. Zudem ist es so schwieriger, die Beweisargumentation aus dem Stegreif zu widerlegen. Die Fotos sind wiederum Illustrationen für die Texte. Ein letztes Beispiel ist eine ganz offensichtliche Bildmanipulation. Es wird mit der Glaubwürdigkeit der Fotografie gespielt. Die Zwillingstürme werden in den beiden Beispielen nicht von Flugzeugen, sondern von einem UFO links bzw. einem AT-AT aus Star Wars rechts angegriffen. Der Text Still more believable than the official story weist darauf hin, dass sogar diese so offensichtliche Bildmanipulation glaubhafter ist als die offizielle Erklärung der US-Regierung. Das Foto als Beweisbild wird hier umgekehrt. In den Fotos der Mondlandung werden Fehler gesucht, die zeigen, dass die Mondlandung nicht stattgefunden haben kann. Teilweise wird dem Foto geglaubt, teilweise werden Manipulationen aufgezeigt. Da nur das offizielle Bildmaterial zur Verfügung steht, muss eng mit diesem gearbeitet werden. Ebenso wie bei den Fotos der Chemtrail-Sichtungen, die diese Sichtungen rein dokumentieren.
Die Bilder werden oftmals von den AnhängerInnen der Verschwörungstheorien gemacht und für entsprechend authentisch gehalten. Im Bildmaterial dieser zwei Verschwörungstheorien wird nach Fehlern gesucht, entweder im Foto selbst oder im Bildinhalt. Das Bildmaterial könnte noch genutzt werden, um Personen zum Zweifeln zu bringen oder von der Existenz einer Verschwörung zu überzeugen. Für die Verschwörungstheorien um 9/11 werden Bilder vielfach illustrierend eingesetzt und das eigentlich Wichtige ist der Text. Das Medium wird hier selten hinterfragt. Die Beispiele finden zudem zu einem ganz anderen Moment der Verschwörungstheorie statt. Die RezipientInnen müssen nicht mehr überzeugt werden, da sie bereits an die Verschwörung glauben, die vermeintliche Verschwörung. Besonders wird das im letzten Beispiel, das Still More Believable, deutlich, in dem die offizielle Version der Ereignisse ins absolut lächerlich gezogene wird. Insgesamt funktionieren die Fotos bzw. Bild-Bild- und Bild-Text-Kombinationen weniger als tatsächliche Beweise für die Verschwörungstheorien. Um sie so lesen zu können, wie sie gemeint sind, braucht man Vorwissen zum Inhalt. Eine Person, die noch nie von Chemtrails gehört hat, sieht in den Fotos nur Kondensstreifen von Flugzeugen. Die Bilder funktionieren in den Telegram-Gruppen und Kanälen als eine Selbstbestätigung und stärken die bestehende Community. Vielen Dank.